ich habe es geschafft, ein spontanes Interview mit Marco Schreil zu ergattern. Hallo Marco, wie war der Gang über den roten Teppich? Total spontan, so wie die Interviews. er war lustig, er war schön, es wurden ein paar Fotos gemacht, ein paar Fragen beantwortet, so wie ein roter Teppich ist und so wie es sich gehört. Aber nach so gefühlten 5,5 Minuten war er vorbei. Aber sag mal, bereitest du dich besonders darauf vor auf den roten Teppich? Irgendwie gehst du nochmal alle Nominierten durch, irgendwie, dass du was erzählen kannst? Das ist so, ich sitze am Nachmittag ungefähr 2,5 Stunden in der Maske, dann kriege ich so Heißwickler, die werden aufgedreht. Da wissen aber die nicht auf den Kopf, oder? Ja, doch, das dauert eine Weile. Ja, wo denn sonst? Naja. Das dauert eine Weile und dann wähle ich aus diesen 70 Paar Schuhen, manchmal auch 72 aus, welche ich anziehe. Ich habe mich heute für diese entschieden. Es ist ein schlichter Lackschuh am Ende geworden, weil diese Sneakers passen nicht ganz zum Smoking. Und am Ende ist dann wirklich der rote Teppich eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen auf meinen ganzen Tag der Vorbereitung. Auf wen freust du dich besonders heute Abend? Ich freue mich eigentlich immer auf diese Veranstaltung, weil man alle sieht. Also das ist mal so ein Abend im Jahr, wo alle da sind und man alle sieht. Also freue ich mich eigentlich darauf, alle mal irgendwie zu sehen. Obwohl ich sagen muss, es ist auch wieder immer total stressig, weil wenn man auf einer Veranstaltung ist, wo alle sind, dann ist das so dieses, man läuft so, ja, und dann kommt jemand und man denkt so, hi. Und man fängt ein Gespräch an und dann macht jemand so, hallo, guten Abend, man dreht sich kurz um und dann ist man weg. Dann ist dieses Gespräch beendet, weil das mit dem anderen auch gerade passiert ist. Also es ist so ein Abend, wo man zwar alle sieht, aber mit niemandem redet. Aber das ist ja das Tolle, das passiert irgendwie jedem. Also ich kenne das auch schon. Ich glaube, so diese Regelung, die hat sich schon etabliert. Das ist wohl so, ja. Und die tiefgründigsten Gespräche führt man an so einem Abend auf dem Klo. Allerdings, ja. Weil da sind die gepflegten 32 Sekunden, Hosenstall runter, raus, fertig, hoch. Guten Abend. Wiedersehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend und wir sehen uns noch auf der Aftershow-Party. Ja, Dankeschön. War ein tolles, spontanes Interview. Ja, ne? Ja, tschüss. Marco Schreil. Und es war wirklich spontan. Unvorbereitet.